Hallo Leute und willkommen zur Vlog Nummer 226. Heute zu späterer Stunde aus dem Landschaftspark. Und selbst hier höre ich die Ansage der S-Bahn da hinten, was, weiß ich nicht, 2 Kilometer entfernt ist oder so. Es ist ein bisschen später geworden als geplant, denn ich habe den ganzen Nachmittag Herr der Ringe gezockt und habe es dadurch irgendwie nicht pünktlich geschafft, im Hellen loszulaufen. Wir wollen aber trotzdem noch über einige Themen sprechen, denn es gibt aus Berlin was Neues, was leider sehr lächerlich Neues. Und es gibt ein Zitat von unserem lieben Herrn Habeck, denn ich habe ja vorgestern über diese mysteriöse Umfrage gesprochen, von wegen jeder zweite Deutsche wünscht sich einen grünen Bundeskanzler. Der gute Herr hat in einem Zeitinterview einen Satz losgelassen, den wir unbedingt besprechen sollten. Ich würde meinen, damit fangen wir auch an, nicht, dass da am Ende keine Zeit mehr für ist. Denn er wurde wohl dazu befragt, generell, der Name des Interviews war irgendwie, können wir SUVs verbieten? Also so ein plakativer Scheißdreck. Und im Laufe dieses Interviews ist dieser Satz gefallen von ihm, viele setzen Freiheit gleich mit Fliegen, viel Fleisch essen und Autofahren. Was ist denn das für ein Freiheitsbegriff? Fragezeichen. Also so ganz komisch. Und hier erstmal eine Reaktion vielleicht darauf, lieber Herr Habeck, nein, Freiheit heißt nicht, dass man viel fliegt, viel Fleisch isst oder viel Auto fährt. Freiheit heißt einfach nur, dass kein Grünling daherkommen kann, um das irgendjemandem zu verbieten. Die freie Wahl bedeutet Freiheit, das heißt, wenn ich viel Fleisch essen will, dann tue ich das, ohne dass Sie da irgendwas dazu sagen können. Können Sie schon, aber Sie haben kein Recht, mir da irgendwas zu verbieten. Genauso wie ich selber entscheide, wann ich fliege, wie oft ich fliege und wohin ich fliege. Selbiges gilt fürs Autofahren. Und das sollte man den guten Herren vielleicht nochmal näher bringen, dass eben Freiheit gar nicht zwangsläufig bedeutet, Fleisch zu essen. Das kann auch heißen, dass man kein Fleisch isst, das bleibt jedem selbst überlassen. Sondern dass der Kern des Ganzen darin liegt, dass kein anderer sich da in irgendeiner Weise einmischen darf, um andere in irgendeine Richtung zu drängen, ihnen irgendetwas aufzuzwingen oder zu verbieten. Ich weiß nicht, ob das bei den Grünen jemals ankommen wird. Die haben da offensichtlich eine sehr, sehr komische Definition von Freiheit. Aber vor dem Hintergrund, dass laut dieser ominösen Umfrage von vor 2 Tagen angeblich jeder Zweite, wir haben ja dann nachgerechnet, das ist nicht mal jeder Vierte, was immer noch schlimm genug ist, dass sich jeder angeblich Zweite diesen Habeck als Kanzler vorstellen kann. Und spätestens nach diesem Zitat, okay, also vorher wollte ich den auch nicht haben, aber spätestens danach ist für mich klar, dass dieser Typ als Kanzler absolut ungeeignet ist, weil er, weiß nicht, also mit Freiheit hat er gar nichts am Hut. Ich will ihm jetzt gar nichts unterstellen, aber ich denke, dieses Zitat hat genug Aussagekraft, um jedem klarzumachen, nee, sowas als Kanzler, nein. So, jetzt aber eine Nachricht aus Berlin, die so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, denn wir haben ja hier unseren rot-rot-grünen Senat, viel gehasst, wenig geliebt, so in der Regel, immer wieder gewählt, warum auch immer, der durchaus den ÖPNV, ja eigentlich verbessern will er nicht, er will den Berlinern aufzwingen, den ÖPNV zu verwenden, ohne da viel zu verbessern, beziehungsweise den Berlinern verbieten, ihr Auto zu verwenden, das haben wir ja letztens besprochen, was die Günther da rausgehauen hat. Und dieser Senat hat sich mit der BVG zusammengesetzt und überlegt, wie man denn neue Busse anschaffen kann. Normale Dieselbusse sind nicht mehr gut genug, denn ihr wisst ja, Greta und Diesel ist ja alles ganz, ganz böse und gemein. Da müssen jetzt unbedingt Elektrobusse her. Das ist alles schon beschlossene Sache. Einige sind auch schon auf der Straße unterwegs. War ganz lustig, denn während der Testphase gab es da diverse Probleme, die teilweise darin gipfelten, dass hinter jedem Elektrobus ein Dieselbus bereitstehen musste, der die Passagiere übernimmt, die Fahrgäste übernimmt, wenn der Elektrobus mal wieder liegen bleibt. Also so viel zur Zuverlässigkeit. Es wurde nun aber dennoch beschlossen, 90 weitere Elektrobusse anzuschaffen, davon 30 normale kleine Eindeckerbusse, also diese ganz normalen Kompaktbusse. Die schlagen übrigens mit schlappen 18 Millionen zu Buche. So, das ist mal ein nettes Sümmchen, muss die BVG nicht ganz alleine zahlen, dazu gleich mehr. Es wurden auch noch Gelenkbusse angefordert, diese schlagen für 15 Stück mit 14 Millionen Euro zu Buche. Dass das nicht unbedingt wirtschaftlich ist, das muss ich euch, glaube ich, nicht vorrechnen, denn ein normaler Gelenkbus für 900.000 Euro und ein Eindeckerbus für 600.000 Euro, könnte man sicher besser investieren, das Geld. Also eine knappe Million für einen Bus,
der übrigens maximal halbtags fahren kann. Das ist auch noch so eine schöne Sache, denn die Busse haben eine sehr beschränkte Reichweite, müssen nach rund 150 Kilometern wieder geladen werden und müssen dazu logischerweise in ihre, ja, in ihre Bushalle, in ihren, wie heißt denn das, wo die Busse untergebracht sind. Ihr wisst, was ich meine. Da müssen sie dann mehrere Stunden lang laden, bis sie dann vielleicht wieder fahren können, wenn dann überhaupt noch Betriebszeit der BVG ist. So, wenn man nun morgens anfängt, diesen Bus zu fahren als Busfahrer, muss man ihn spätestens mittags laden gehen und anschließend mit einem Dieselbus weiterfahren. Ob das nun besser ist, ich weiß es nicht. Die Busse ersetzen im Prinzip keinen einzigen Dieselbus. Im Gegenteil, sie bringen nur noch zusätzlichen Aufwand, zusätzliche Umweltbelastung mit sich, denn die Dinger müssen, wie gesagt, andauernd geladen werden. Das sind Mengen an Strom, die wahrscheinlich die ganze Stadt versorgen könnten. Und was für die Batterien benötigt wird an Rohstoffen, ich glaube, das ist mittlerweile mehrfach durchgekaut worden, gerade für so eine Busbatterie. Das ist nicht unbedingt die umweltfreundlichste Produktion, will ich es mal nennen. So, der rot-rot-grüne Senat will trotzdem diese Busse haben. Ich habe da vor ein paar Jahren auch schon mal irgendwie eine Meldung von Seiten von BVG-Leuten, die ich privat kenne, mitbekommen, dass die BVG da eigentlich gar nicht so sehr begeistert von war und dass sie es letztlich nur machen, weil der Senat das unbedingt will und weil der Senat einen großen Teil des Geldes zusteuert, denn die BVG zahlt nur das, was sie für einen Dieselbus auch zahlen müsste. Die ganze Differenz wird vom Senat getragen, was wiederum aus Bundesfördermitteln stammt. Schön. Ich glaube, da kann sich jeder ausrechnen, wer letztlich für diese neuen Elektrobusse zahlen darf. Ja, das sind vermutlich wir alle. Klasse. Die Flotte umfasst aktuell um die 1400 Fahrzeuge, die Busflotte, die Stück für Stück wohl alle auf diese Elektrobusse umgestellt werden sollten. So richtig weiß da offensichtlich aber noch niemand, inwiefern das nun überhaupt in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist, beziehungsweise unser Senat weigert sich da wohl zurückzurudern und sich einzugestehen, dass es völliger Blödsinn ist, dass es umwelttechnisch keinen einzigen Blumentopf gewinnt, sondern ja maximal, man könnte das eigentlich schon böse als Populismus bezeichnen, oder? Wie nennt man das? Wenn jemand der Meinung ist, irgendwas Gutes zu tun, dann mitbekommt, ach scheiße, ist ja gar nicht so, dann aber wiederum sich zu fein ist, um zuzugeben, ja, habe ich vielleicht eine blöde Entscheidung getroffen und zurückzurudern. Keine Ahnung, wie man das nennt, aber ihr wisst alle, worauf ich hinaus will. Wir haben auch noch eine weitere Meldung aus Berlin, die wir uns anschauen sollten. Wobei, das ist eigentlich keine Meldung, das ist mehr ein kleiner Bericht eines Ereignisses heute. Ich wollte nur kurz mit euch über die Busse sprechen und das ganze Thema, die das ganze Thema Umweltschutz und Klima, Greta und Co. ein weiteres Mal ad absurdum führen. Zu Klima Greta gibt es auch was Neues. Das Mädel hat mittlerweile den, weiß nicht wievielten Preis abgeräumt. Dieses Mal einen Menschenrechtspreis, wofür auch immer. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich traurig, dass ein Preis nach dem anderen vollkommen entwertet wird. Denn ganz ehrlich, wer bekommt denn normalerweise irgendwelche Menschenrechtspreise, irgendwelche Friedensnobelpreise und so? Das sind Leute, die tatsächlich einen oft sehr, sehr hohen Verdienst haben, die irgendwas geleistet haben. Und 2019 kippt man das alles, schiebt ein 16-jähriges Kind vor, was man geschickt vermarktet hat, die da jeden Preis in den Hintern geschoben bekommt und zeigt eigentlich, dass selbst die großen Preise unserer Gesellschaft, will ich es nennen, nicht mehr sonderlich viel wert sind. Ich finde das sehr traurig. Ich glaube, es gab auch schon den ein oder anderen Preisträger, der seine Teilnahme an diversen Galen oder ich glaube, was war denn das, dieses, wo auch diese Klimakreta einen Preis bekommen hat, die goldene Kamera. Da gab es ja einige, die zurückgezogen haben und gesagt haben, sie kommen da nicht hin oder ihren Preis zurückgeben wollen. Und das finde ich dann schon eine sehr, sehr lustige Sache. So, aber zurück nach Berlin. Aktuell ist das Pfingstwochenende, das wisst ihr, glaube ich, alle. Und es findet der Karneval der Kulturen in Kreuzberg statt. Wer nicht weiß, was das ist im Prinzip ein, ich nenne es mal, sehr, sehr großes Volksfest. Mittlerweile seit über 20 Jahren bestehend, ich glaube seit 25 Jahren sogar, wo es einen großen Festumzug gibt, der ja eine Strecke von knappen 2 Kilometer dürften das sein, hat und über Stunden hinweg dort durchzieht mit mehreren tausend Teilnehmern. Das ist ein sehr, sehr wildes, sehr, sehr interessantes Spektakel. 100.000 Touristen kommen jedes Jahr, schauen sich das an, also da ist tatsächlich einiges los. Ich war das letzte Mal vor 2-3 Jahren, glaube ich, da, denn ich bin nicht so der Freund von diesem Sardinenbüchsen rumschieben. Ich mag das nicht, wenn da irgendwie 2000 Leute auf 100 Metern verteilt stehen. Na gut, 100 Meter wären auch schön. Das ist ja meistens weitaus
weniger Platz für mehr Menschen. Also ich mag das nicht so sehr, der Umzug lohnt sich aber definitiv. Und alleine schon wegen dem Essen ist das eigentlich ein Besuch wert. Denn das Essen beim Karneval der Kulturen, das ist echt verdammt gut. Da findet man eigentlich alles. So, ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass jedes große Fest bzw. jedes Großereignis auch mittlerweile gestiegene Sicherheitsvorkehrungen benötigt. Ihr habt das ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Ist in anderen EU-Ländern anders, bei uns in Deutschland, naja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das betrifft natürlich auch den Karneval der Kulturen. Und es kam ja nun leider auch schon häufiger vor, dass diverse Veranstaltungen abgesagt werden mussten, weil die Organisatoren sich die erhöhten Kosten nicht mehr leisten konnten, weil sie es eben nicht umsetzen konnten, da das so abzusichern wie erforderlich. Und auch in Berlin gibt es eine Debatte darüber, ob man sich den Karneval in Zukunft noch leisten kann und es auch ein Stück weit möchte, ein bisschen nachvollziehbar finde, denn es kommt auch immer wieder Kritik von Seiten der Anwohner, die das auch nicht ganz so cool finden, dass ihre Straße da über Tage hinweg komplett gesperrt ist oder ihr ganzes Areal gesperrt ist. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, dass es die eigentliche Umzugsroute ist nur ein ganz kleiner Teil des Geländes. Es gibt dann noch so ein Areal, wo es verschiedene Buden gibt, so Essen, Souvenirs und so, ist alles ein bisschen alternativ angehaucht. Das verteilt sich aber ziemlich weit, will ich es mal nennen, nicht über ganz Kreuzberg, aber dort, wo der Umzug stattfindet, ist noch ein relativ großer Ring drumherum, wo auch noch Sachen stattfinden. Und dieses Jahr war es so, dass auch sämtliche kleinen Straßen rundherum gesperrt waren und die großen Zufahrtsstrecken, also alle größeren Straßen, von bewaffneten Polizisten mit Maschinenpistolen abgesichert wurden und Wassertanks. Denn man hat natürlich auch da wieder Angst, dass irgend so ein Idiot auf die Idee kommt, da mit dem Auto reinzurasen. Ihr kennt das ja alle, deswegen errichtet man Straßenbarrikaden, um anschließend zumindest so zu tun, als könnte man frei und fröhlich feiern. Angeführt wurde der Umzug von einem Politiker der Linken, der auch mitgeteilt hat, dass er ja nicht hinter verschlossenen Türen feiern möchte, dass er nicht in einer Festung feiern will und so weiter. Aber ganz ehrlich, was ist es denn? Also wenn ich sämtliche Straßen rundherum blockieren muss, wenn ich da Polizisten mit Maschinenpistolen positionieren muss und irgendwelche Wassertanks und Fahrzeugabwehr-Dinge installieren muss, um da irgendwie einigermaßen sicher feiern zu können, dann geht da vielleicht auch irgendwann der Sinn des Karnevals ein bisschen verloren. Also ein fröhliches, bunt aufgeteiltes interkulturelles Fest, was man hinter Fahrzeugblockaden abhält, um irgendwelche Extremisten davon fernzuhalten. Ich glaube, da brauche ich gar nicht so viel zu sagen. Ihr wisst alle, worauf ich hinaus will. Aber das alles wurde in den letzten Tagen natürlich auch diskutiert. Nicht nur die Anwohner, die nicht ganz so erfreut sind über diese doch sehr starke Einschränkung ihrer Lebensqualität. Denn das Fest an sich, gut, das geht die 2-3 Tage, aber es gibt umfangreiche Vorbereitungen, es dauert danach noch eine Weile, bis wieder aufgeräumt ist. Und wenn man seine eigene Wohnung kaum verlassen kann, weil man die Tür nicht aufkriegt, weil da alles voll ist, oder wenn man sein Fahrzeug nicht abstellen kann in irgendwie erreichbarer Entfernung, beziehungsweise wenn man dann noch teilweise tagelang im Müll sitzen muss, bis die BVG die ganzen Glasflaschen und alles wieder entfernt hat, dann kann ich es nachvollziehen, dass man das nicht ganz so cool findet. Es gab auch mehrere Forderungen von wegen, verlegt den Karneval doch. Das ist allerdings auch nicht so einfach, denn es wohnen ja nun überall Leute in Berlin. Und egal, wo der Karneval gefeiert wird, es wird immer leidtragende Anwohner geben, die das Ganze ertragen müssen. Und ich bin auch kein Fan von wegen, wir sagen, wir schaffen das ab. Das halte ich für vollkommen falsch, denn das Ganze ist ein großer Touristenmagnet geworden. Aber man muss echt schauen, wie man das effizient gestaltet und vielleicht auch so, dass die Anwohner möglichst so gering wie möglich davon betroffen sind. Denn es ist nun mal nicht jeder Fan von Straßenfesten und hunderttausende, teils stark angetrunkene Personen vor der Haustür kampieren und was auch immer die da treiben zu haben, das muss jetzt auch nicht jeder schön finden, das ist schon klar.
Viel wichtiger ist allerdings, das sind die gestiegenen Kosten des Ganzen, denn je mehr Auflagen kommen, je mehr bedacht werden muss, je mehr Barrikaden errichtet werden müssen, desto teurer wird das Ganze. Und irgendwann stellt sich dann eben auch die Frage der Wirtschaftlichkeit. Und hier ist dann auch mal wieder die Politik gefragt, denn ihr wisst ja, man kann Symptome bekämpfen oder Ursachen. Aktuell bekämpft man Symptome. Vielleicht sollte man einfach dafür sorgen, dass die innere Sicherheit wieder so entspannt ist, will ich es nennen, dass man eben auch feiern kann, ohne Fahrzeugbarrikaden aufzustellen. Setzt eben voraus, dass man nicht nur präventiv gegen solche potenziellen Tätern vorgeht, sondern auch entsprechende Strömungen konsequent verfolgt, dass man genau schaut, wo radikalisieren sich denn irgendwelche Leute, wo müssen wir vielleicht noch mehr auch verdeckt tätig werden, um das frühzeitig aufzudecken. Aktuell lässt man das leider, zumindest wirkt das sehr stark so, lässt man das so ein bisschen vor sich hin dümpeln und hofft, dass nichts passiert. Und wenn man dann mal ein Fest hat, dann greift man eben in die Tasche und beißt in den sauren Apfel und investiert da Millionen für irgendwelche Merkel-Poller und Co. Das Geld wäre vielleicht in unseren Sicherheitsbehörden oft besser investiert. Das passt auch wunderbar zum gestrigen Vlog, denn wir haben ja das Phänomen besprochen mit diesem Schweden, der da mit einem Reisebus durch Berlin gefahren ist mit vollautomatischen Kriegswaffen. Die haben sie ihm zwar abgenommen, aber der Typ durfte weiterfahren. Nicht mal eine Meldung bei den zuständigen Behörden in Schweden gab es. Klasse! Und wenn man so eine Sache im Hinterkopf hat, dann, ja, dann fragt man sich halt doppelt und dreifach, was denn das eigentlich soll, dieses Ganze. Wir sichern unsere Feste wie, was weiß ich, wie Festungen aus dem Mittelalter und hoffen, dass da keiner mit kleineren Sachen durchgeht, um anzugreifen, die jetzt keine LKWs sind oder die jetzt nicht. Ach, ihr wisst sowieso, was ich meine. So, ich würde aber trotzdem meinen, ich wünsche euch noch einen restlichen Sonntagabend. Ich gehe langsam mal heim und mache mir was zu essen. Ich habe jetzt echt Hunger. Morgen gibt es ein internationaleres Thema. Ich wollte eigentlich auch noch mit euch über den Besuch von unserem Herrn Maas, unserem Außenminister im Iran sprechen. Denn der gute Herr, den ja eigentlich schon in Europa kaum jemand so richtig ernst nehmen kann, so wie er oft auftritt, der versucht es jetzt im Nahen Osten. Er besucht den Iran, er besucht die Vereinigten Arabischen Emirate. Und was hat er noch besucht? Ich glaube, den Libanon. Sinn des Besuchs im Iran ist das Gespräch über das Atomabkommen, was mehrere Staaten untereinander geschlossen haben, was beinhaltet, dass der Iran sich von Atomwaffen freiwillig fernhält bzw. kontrolliert darauf verzichtet, dafür aber wirtschaftliche Vorteile erhält und ein ziviles Atomprogramm umsetzen darf. Das Ganze läuft etwas schleppend. Der iranische Außenminister hat auch angekündigt, dass der Iran durchaus in Betracht zieht, zumindest teilweise aus dem Abkommen auszusteigen, insofern ihm nicht endlich Erfolge nachgewiesen werden können, also auch die Sachen, die ihm zugesichert wurden, endlich umgesetzt werden. Ja, Deutschland schickt natürlich ihren Herrn Maas dahin. Ich bin mir nicht sicher, ob er da so der richtige Ansprechpartner ist, denn gerade in im arabischen Raum, da ist man ja doch eher, naja, vielleicht ein Stück weit andere Autoritätspersonen gewohnt und nicht unbedingt so einen kleinen Heiko Maas mit Turnschuhen und einem C&A-Outfit, der da irgendwie auf coolen Hipster macht auf diversen Pressebildern. Ich denke, auch hier wisst ihr ganz genau, wovon ich spreche. So, jetzt haben wir doch noch drüber geredet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Abend und bis dann!